Liebe Bastelnerds, willkommen im Kreativgehege der Hasenschmiede. Ich bin Manu und weiß, wie der Hase läuft. Er hoppelt. Ihr habt es sicherlich schon mitbekommen. Das Design-Team von Kreativdepot, zu dem ich ja glücklicherweise gehöre, Entschuldigung, ich musste noch mal gerade mich freuen, hat eine kleine Aktion untereinander gestartet. Und zwar wichteln wir quasi. Und zwar ist das Ganze so, dass es ja neue Stanzen gibt. Ich habe sie ja in meinem letzten Haul habe ich sie euch ja schon gezeigt, so rum. Und ja, und da hat natürlich jeder so seine Lieblinge schon irgendwie sich so mal rausgefischt und eigentlich sind sie ja alle schön, aber wir haben uns überlegt, ach, so ein bisschen so Teambuildingsmaßnahme. Wir könnten uns ja eigentlich auch gegenseitig mal wieder eine Karte zukommen lassen, denn jeder freut sich über Post. Und ja, da haben wir dann die Idee entwickelt, dass wir ja euch auch damit gleich noch eine Freude machen, indem, wie gesagt, dann ja, es werden jetzt wahrscheinlich so knappe 2 Wochen werden, jeweils an einem Tag 2 Design-Team-Mitglieder sich gegenseitig eine Karte schicken und die dann halt posten und zeigen, was denn der jeweils andere ja für eine Karte kreiert hat mit seiner persönlichen Lieblingsstanze. Ja. Und ich habe das Glück, dass ich mit der Mona heute wichteln darf. Und deswegen bekommt ihr heute nicht nur einfach nur einen Instagram-Post, sondern ihr bekommt auch ein Video. Ja, weil Mona ist ja unsere Video-Queen. Und ja, da muss ich jetzt leider auch ran. Und ihr leider mit. Nein, leider natürlich nicht. Ich mache das total gerne und mir macht das sogar richtig viel Spaß. Und ja. Aber nicht vergessen, am Ende einmal bitte dann zum Mona rüberhüpfen und schauen. Ja, da wir ja zwar die Karte uns gegenseitig auch schicken, aber jetzt einfach nur die Karte hinzuhalten und zu sagen, jo, das ist sie jetzt halt, ist ja auch ein bisschen langweilig. Und deswegen haben wir gedacht, wir werden also beide dieses Video jetzt heute hochladen und beide in diesem Video dann zeigen, wie wir unsere Karte gebastelt haben, die wir dem jeweils anderen dann geschickt haben. Und ganz am Ende, dann wird so ein kleiner Timesprung sein und da zeige ich euch dann halt natürlich auch nochmal die Karte und wie sie, wie gesagt, gebastelt wird, könnt ihr dann bei Mona auf dem Kanal sehen. Ja, aber jetzt habe ich euch irgendwie, glaube ich, schon tot gequatscht. Ich würde sagen, wir fangen an. Ich zeige euch meine persönlichen Lieblingsstanzen, obwohl es ehrlich gesagt nicht stimmt. Denn ich finde sie alle toll. Ich finde sie wirklich alle toll und eine rauszusuchen ist echt schwierig. Aber ich habe dann so ein bisschen, bin ich halt mal in mich gegangen, habe überlegt, ja, was wäre denn jetzt hier so eine passende Karte? Und wie könnte es anders sein? Es wird maritim. Ja, und zwar habe ich mir die hier rausgesucht, die kleinen Anhängerchen hier, also beziehungsweise das sind ja die Fische Midis Anhänger. Also die sind ja gar nicht so klein, ihr seht es ja. Also das hier sind 5 cm. Nee, wie viel sind das? Quatsch, 5 cm. Ey. Meine Güte, das sind ja 1 Inch, also 2,1 cm. Und ja, das sind meine kleinen Scheißerchen, die wir heute verwenden werden. Ich finde die nämlich zuckerzuckersüß. Aber ich werde tatsächlich eine zweite noch mitnehmen müssen. Und das ist meine Mehrzeit. Ich finde die so schön. Und ich dachte, wir machen daraus heute so eine Art Wortspiel noch mit dem Wort Mehrzeit. Ja, und ich würde mal sagen, fangen wir mal an. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Und zwar, ja, Kartenpulling. Und zwar machen wir eine DIN-Lang-Karte. Dann habe ich mir, ich zeige es euch auch gerade, Moment, so. Ja, von Kalin Design habe ich mir diese Stanze hier rausgesucht, also diese DIN-Lang-Stanzen. Findet ihr auch im Shop. Ich hoffe, sie ist gerade wieder verfügbar. Ja, mit der habe ich ausgestanzt. Oh, ich habe mit beiden ausgestanzt, sehe ich gerade. Oder? Ja, doch, genau. Also, ja, ich habe ein paar mehr davon. Also, aus diesem Set hier mit diesem Stern habe ich die große Stanze genommen. Und das ist dann diese. Das ist hier so ein Rand von der Briefmarke ergibt und das Innenleben ist, oh, die ist auch hier raus, also vergesst das, aber es ist trotzdem ein tolles Set. ja, entschuldigt, ja, und hier habe ich dann noch diesen Scalloped
Rand, also diesen Wellenrand ausgestanzt. Das ist der hier. Und ihr seht es hier schon, da sind süße Löchlein drin. Das ist hier von Simple and Basic. Auch natürlich alles im Shop, ne? Die fand ich sowieso immer schon so cool mit diesen ungleichförmigen und dann, dass er noch gestitcht dann am Rand ist. Fand ich richtig, richtig cool. Und davon habe ich, ja, die beiden hier benutzt. Ich hatte am Anfang erst noch dieses, aber dann habe ich gedacht, das wird ein bisschen eng, weil da drinnen sollen die Tierchen hier Platz haben. Und ihr seht, das ist, ja, hat nicht wirklich viel Platz, ne? Ja, deswegen habe ich halt das Größte und das Mittlere nur genommen. Ja, so viel zum Thema Stanzen. Jetzt habe ich, ihr seht es ja schon, mir Distress Oxide. Da habe ich mir das ganz Neue rausgesucht, weil das auch eine richtig, richtig, richtig tolle Farbe ist. Unser Kartenrolling bleibt weiß. Also können wir den eigentlich weglegen. Und am besten sicher weglegen, sodass er auch weiß bleibt. Hier dachte ich, dass wir einen türkisen Rand machen. Und hier dachte ich, dass wir diesen Stencil hier verwenden. Der ist jetzt auch neu in den Shop reingekommen von Studio Light. Fand ich auch mega cool, musste ich natürlich haben. Maritim Fischis. Ihr kennt's. Ja, und ich dachte, dass wir diese Seite hier nehmen. So, genug geschwatzt. Ich mache euch ein bisschen Musik an und dann geht's los. Unser Hintergrund ist fertig, so sieht er jetzt aus. Ich habe es leider die Kamera schon aus und habe dann gedacht, ach komm, machst noch ein paar Wassersprenkel drauf. Also ich hoffe, ihr könnt das überhaupt sehen, weil es war schon ein bisschen trocken, da ist es ein bisschen schwieriger dann mit Wasser dann wieder die Farbe runterzulösen. Aber ich habe noch ein paar Wassersprenkelchen drauf gemacht, weil ich gedacht habe, das macht das Ganze noch ein bisschen lebendiger. Also das ist unser Hintergrund, da kann man jetzt einfach noch so ein bisschen vor sich her trocknen. Wie ihr seht, habe ich schon mein Fuse-Tool hier liegen. Das ist auch schon angestöpselt, weil das soll richtig schön knalleheiß werden. Dann habt ihr gesehen, dass hier schon ein paar rosane Fischis liegen. Ja, die hatte ich einfach schon mal ausgestanzt. Das ist auch aus den neuen Sets. Ich kann es euch gerade mal zeigen. Das Ganze sieht nämlich so aus. Ja. Ich habe mir einfach halt die Fischis dann mit Kitsch, Flamingo, glaube ich, habe ich sie angemalt, ihnen einen schwarzen Punkt verpasst. Ich bin mir auch noch gar nicht hundertprozentig sicher, ob wir sie benutzen werden. Aber ja, ich habe sie schon mal hier liegen, falls wir sie benutzen wollen. Und dann hätte ich auch noch ein paar mehr, falls ich ein paar mehr brauche. Was wir allerdings definitiv brauchen, ist hier unser Spruch, mehr Zeit. Den habe ich jetzt schon mal doppelt ausgestanzt, einmal in schwarz und einmal eigentlich in weiß, aber das habe ich dann halt auch nochmal hier mit dem Distress Oxide nochmal geinkt. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber ich glaube, das habt ihr noch auf dem Video sehen können. Also auf dem Zeitraffer. So, und das habe ich jetzt schon ausgestanzt, habe es auch schon mal zusammengeklebt. Das heißt, das liegt jetzt schon mal bereit. Dann habe ich hier noch ein für dich. Das habe ich weiß embossed. Das liegt einfach schon hier so fertig rum. Also ich habe nämlich zwischendrin, habe ich mal die Muße und dann mache ich so ein ganzes Blatt voll und dann schnibbel ich mir das klein und lege das irgendwo zur Seite, damit es manchmal dann halt ein bisschen schneller geht. Und dieses für dich hatte ich tatsächlich noch und ich finde, da ist das Embossing auch mal ganz gut gelungen. Und deswegen dachte ich, das können wir benutzen und dann haben wir nämlich mehr Zeit für dich. Fand ich total cool, diese Kombination. Und deswegen dachte ich, das machen wir. Ja, und dann natürlich jetzt meine zweite Lieblingsstanze, die ich ja verwenden wollte, müsste. Also meine Fischis, die habe ich jetzt auch schon ausgestanzt. Das sieht jetzt so aus. Ja, ich habe sie nicht nur ausgestanzt, ich habe sie auch ein bisschen koloriert. Jetzt nichts Wildes, ihr seht es ja, das ist einfach nur ein bisschen Farbe drauf gekleckst, dann ein paar weiße Punkte noch drauf gemacht, um dem Ganzen noch ein bisschen mehr Struktur zu geben. Ein schwarzes Auge verpasst. Und wie ihr seht, das Ganze ist
Ich hoffe, ihr seht es überhaupt. Ja, ihr seht es bestimmt. Es ist einlaminiert. Und zwar hat es jetzt mit der kleinen Sauerei zu tun, die wir jetzt gleich noch starten werden, weshalb wir auch das Fuse-Tool brauchen. Also, der hier ist einlaminiert und der Rand, da müsst ihr gucken, dass ihr da natürlich, wenn ihr das dann halt ausschneidet, dass ihr, ja, da ist so ein Rand, da ist halt noch Luft dazwischen, dass ihr da nicht reinschneidet, sondern wirklich komplett draußen, damit das Ding wasserdicht ist. So, und warum wasserdicht? Weil wir solche kleinen Täschchen jetzt machen. Ihr seht's, oder hoffentlich, ja. Dieses kleine Täschchen ist mit Wasser gefüllt. Mit ganz normalem H2O. Und, ups, und hier diesen schönen Klimper, Klimperdingsbums halt. Pailletten, jetzt habe ich das Wort. Ah, ja, genau, damit ist das gefüllt. Und das wäre noch, guck mal hier, ich bin ganz heiß. Ja, da läuft das Wasser hier direkt an. Ja, auf jeden Fall, das werden wir jetzt basteln. Das habe ich jetzt hier schon mit dem Wal hier gemacht. Den habe ich halt auch schon koloriert. Und das Ganze habe ich auch nochmal hier mit dem Seepferdchen gemacht. Und auch da, ihr seht es, das ist halt die etwas andere Shaker-Karte, würde ich mal sagen. Und wie gesagt, das machen wir jetzt noch mit dem Fischi. Und dazu habe ich jetzt, wie gesagt, das Fuse-Tool vorgeheizt. Das legen wir, wie gesagt, zum Trocknen schon mal weg. Nehmen unser Fischi. Nehmen hier Folie. Das ist tatsächlich hier so eine Avery L Folie. Viele kennen die, weil man seine Stanzen oder ich weiß nicht, was da drin irgendwie dann halt auch mit aufbewahren kann. Und oder seine Stempelsets oder sowas. Also viele kennen diese Teile. Und ich habe davon noch einige. Und ja, manchmal verwende ich sie dann halt auch für sowas. Und ihr seht, also das hier war das vom Hai. Und ja, jetzt machen wir uns ein Täschchen für diesen Fisch. Dafür habe ich mir immer als Vorlage nochmal die Originalstanze genommen. Die legt ihr einfach nur irgendwie drauf. Und ganz simpel geht ihr jetzt mit dem Fuse-Tool und Vorsicht, das Ding ist heiß, also kleine Kinder bitte nicht nachmachen und so, ne? Geht ihr jetzt hier einfach außen herum mit einem gewissen Abstand, weil wir wollen ja das noch irgendwo befestigen. Also, fangen wir mal an. Achso, ich mache euch wieder die Musik am besten an. Bis gleich. Dann haben wir unser Täschchen. Da füllen wir jetzt einfach unsere Steinchen rein, also unsere Pailletten. Ja, und natürlich Wasser. Sekunde. Also ihr müsst bei dem Wasser müsst ihr jetzt nur Acht geben, dass ihr das jetzt nicht übertreibt. Also nicht zu viel Wasser. Und ihr seht schon, hier unten, da tropft es bei mir durch. Das heißt, wir müssen das erstmal kitten. Und dazu nehmt ihr einfach nur euer Fuse-Tool und geht an der Stelle, wo es tropft, einfach nochmal entlang. Dann kontrolliert ihr halt auch die anderen Ecken, indem ihr halt einfach mal hier überall drauf drückt. Hier ist noch eine undichte Stelle. Auch da gehe ich jetzt einfach nur mit dem Fuse-Tool entlang. Ihr merkt ja auch, dass da Wasser noch rauskam, weil es hat gerade so schön gezischt und gedampft. Ups, das kam jetzt oben raus. Sekunde, einmal trocknen. So,
wenn ihr euch so einigermaßen sicher seid, dass das jetzt hier auch dicht ist, dann drückt ihr das Wasser so hoch, wie es irgendwie geht. Und ihr seht dann auch, dass das dann hier diese Folie im Prinzip so hoch wandert. Ich hoffe, ihr könntet das so einigermaßen auf dem Video erkennen, aber ihr drückt im Prinzip das Wasser so hoch, halt wie gesagt, wie es geht. Dann lasse ich hier diese Lasche erst noch mal so ein bisschen nach oben, nehme mein Fuse-Tool, lege dann meine Folie ab. Dann wird jetzt auch Wasser rauslaufen, aber das ist nicht schlimm. Und wir schneiden es wieder langsam und gleichmäßig ab und verschweißen damit unser Plastik und machen das Ganze hoffentlich dann wasserdicht. Wenn wir das so haben, nehmen wir hier wieder das Wasser weg. Es ist nur wichtig, dass ihr das so macht, damit ihr halt möglichst wenig Luftblasen da drin habt. Ansonsten sieht das Ganze halt nicht ganz so schön aus, wenn ihr halt zu viele Luftblasen da drin habt. So, ich trockne das jetzt hier einmal ab, damit wir gucken können, ob es denn jetzt dicht ist. Und das machen wir, indem wir halt, wie gesagt, jetzt hier auch einfach nochmal überall so ein bisschen drauf drücken. Und ich gucke nochmal. Entschuldigt. Aber ich mache es gerade ganz praktisch hier mit meinem T-Shirt, weil ich kein anderes Tuch noch habe. Das ist schon relativ feucht, aber ich glaube, es ist... Ja, hier unten noch. Also an dieser Stelle, die wir eben schon hatten, da ist noch ein bisschen was. Da können wir es auch einfach nochmal jetzt hinlegen. Und auch nochmal so entlang gehen. Auch vielleicht auch nochmal ein Stückchen abschneiden. Das hilft meistens schon. So, ihr seht es jetzt auch, hier ist auch nochmal Wasser rausgekommen. Das ist immer noch nicht dicht. Naja, das ist jetzt hier gerade Vorführeffekt. Bei den anderen zwei hatte ich null Probleme. Oh, das habe ich sogar schlimmer gemacht. Gut, machen wir es nochmal. Oh, das will nicht. So, jetzt haben wir es aber. Also wie ihr seht, das ist natürlich trotzdem ein bisschen Gefuddel. Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ich mache das hier gerade nochmal richtig trocken. Ja, so. Und schon beim Trocknen ist mir jetzt aufgefallen, dass es auch dicht ist, weil da habe ich jetzt richtig gut nochmal überall drauf gedrückt. Das ist wichtig, dass ihr das, wie gesagt, prüft. Ihr könnt dann halt auch zum Spielen. Es macht so einen Spaß. Ja, so, dann ist der Süße hier auch dicht. Jetzt müssen wir, hoffentlich habe ich jetzt hier nicht zu viel weggenommen, sodass man das, dass es jetzt komisch aussieht. Aber wir werden es gleich sehen, denn wir bauen das Ganze jetzt zusammen. Das Fuse-Tool packe ich schon mal weg.
da sind wir dann jetzt. Unsere Karte ist fertig. Ich habe es sicherlich gesehen, das Ganze jetzt hier noch mit Vellum ergänzt und habe von diesen süßen Streuteilchen mir noch ein paar Sachen hierhin verteilt. Das konntet ihr jetzt leider nicht auf der Kamera sehen, weil die Kamera lief nicht mit. Ich hatte vergessen, sie nochmal anzuschalten. Aber ich meine, ihr seht ja, was ich gemacht habe. Also wie gesagt, ich habe hier ein bisschen Vellum, habe das mit ein paar Punkten festgeklebt. Denke, das rundet das Ganze einfach nochmal so ein bisschen ab, wenn dann noch so was Zartes dabei ist. Ja, und auch die wollte ich, dass sie sich einfach nochmal auf der Karte sonst noch wo wiederfinden und ergänzt natürlich auch diesen Blubberblaseneffekt. Und ich zeige sie euch nochmal aus der Nähe. Ich hoffe, ich halte sie richtig. Ja, also das hier ist jetzt das Kärtchen für die liebe Mona. Hoffe, dass sie sich drüber freut, dass sie ihr gefällt. Schicke das kleine Schätzchen jetzt auf die Reise und hol dir mal schnell Monas Karte. Hier, Mona. Dankeschön. Ja, meine Post kam an. Das Kärtchen von der lieben Mona. Ich habe es euch jetzt schon mal hier aufgetrennt. Dann können wir nämlich jetzt gemeinsam mal reinlunsen. Und da ist sie. Es ist auch eine DIN-Lang-Karte geworden. Finde ich sehr, sehr lustig. Und tada! Das ist sie. Ist sie nicht schön? Schaut sie euch mal richtig an. Guckt mal hier mit diesen schönen Wolken und dem Herzchen. Und natürlich ganz viele Nuvo-Drops. Wobei, so viele sind es gar nicht, wenn man so genau mal hinschaut, ne? Aber das jetzt sind so Flecken dann noch da drauf. Das sieht richtig, richtig cool aus. Und glitzert und funkelt. Ich hoffe, die Kamera kann das einigermaßen einsammeln. Ich nehme mal an, das hier ist wieder das, diese Gilding Flakes in Silber. Und ja, diverse Sets. Das hier ist ihre Lieblingsstanze, also scheinbar aus dem neuen Set. Die habe ich tatsächlich gar nicht. Deswegen finde ich es besonders cool, dass ich sie jetzt hier auch nochmal so in Live sehe und überlege gerade, ob ich sie nicht vielleicht doch brauche. Aber ja, finde ich richtig, richtig cool, denn ja, es ist natürlich immer noch ein bisschen was Besonderes, wenn es dann auch noch etwas ist, was man selbst nicht hat. Den Stencil hier im Hintergrund, den sie verwendet hat, den hatte ich schon ein paar Mal bei ihr in Videos gesehen und finde den mega klasse. Und mir gefällt die Idee total gut, zu sagen, ich mache die Farben, also die Regenbogenfarben nach hinten und den eigentlichen Regenbogen dann halt in diesen Silber, finde ich so eine tolle Idee. Ja, und ja, natürlich hier mit den ganzen Nuvo-Drops und ja, auch so ein paar Pailletten. Und richtig, richtig schön, richtig liebe, nette Worte da drinne. Habe ich mich auch so dolle drüber gefreut. Ich verfolge ja die Mona schon ein bisschen länger auf ihrem Kanal. Und habe eigentlich, könnte man sagen, quasi über sie ja auch Kreativdepot kennengelernt. Und ja, und jetzt von ihr was in den Händen zu halten, ist was ganz, ganz Besonderes für mich. Deswegen herzlichen Dank, tausend Dank, ganz ehrlich, ich freue mich so wahnsinnig. Natürlich lese ich euch nicht vor, was drin steht, denn es ist mir. Ja, aber das ist die Karte, wie sie entstanden ist. Könnt ihr bei der Mona auf ihrem Kanal sehen. Ich blende ihn hier mal ein. Ich werde ihn auch unten noch mal in den Kommentaren, nicht in den Kommentaren, in der Beschreibung werde ich ihn auch noch mal verlinken. Schaut auf jeden Fall rein, wie sie diese schöne Karte gebastelt hat. Ich danke dir, meine Liebe, von ganzem Herzen. Ich freue mich ganz, 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 ganz dolle. Und ja, hoffe, euch hat das hier gefallen, was wir gemacht haben. Und ich hoffe, dass ihr vielleicht das nächste Mal wieder einschaltet. Und wünsche euch dann jetzt noch einen schönen Tag oder Abend. Bis dann. Ciao.